schönen guten Abend, Morgen, was auch immer, whatever you like it to be, this way, other, etc. Bla bla. Schönen guten Tag. Wir sind wieder in Minecraft. Es stürmt. Wenn draußen Scheißwetter ist, gehen wir in die Tiefe. Das wollten wir schon immer tun. Und weil wir in die Tiefe gehen, weil wir haben ja noch so viel vor. So viel. Das ist fast schon viel ist, was wir vorhaben. Und da wir viel vorhaben, nehmen wir viel mit. Na, das ist auch fast durch. Nein, das nächste noch mit. Ach ja, was wollen wir denn noch alles mitnehmen? Ja, die wollen wir mitnehmen, weil es muss ja mal vorangehen hier. Es muss weitergehen. Wir haben ja jetzt den Portalplatz für uns kreiert. Und da wir ihn kreiert haben, kreieren wir einfach mal weiter. Holz. Nehmen wir nochmal ein Bretter mit. Ein bisschen Eisen vielleicht. Oh, eine falsche Kiste. Ja, Eisen ist gut. Weil, Ich dachte mir, es wäre gut, ein Crafting Table wieder aufzustellen, nachdem ich den hier weggerissen habe. Also ein Portal. Dann machen wir das einfach hier mal in Symmetrie. Symmetrie. Dachte ich, habe ich die jetzt alle da hinten reingeworfen? Ja, habe ich. Symmetrie ist sowieso das Beste. So, also auf geht's. Weil das auch gleich durch ist, das Ding. Zwei davon brauchen wir auf jeden Fall. Weil wenn die weg ist, nehmen wir die und dann... Und die Schaufeln sehen auch nicht mehr so gut aus. Aber wir steigen jetzt um auf Eisenwerkzeug. Kannst mal sehen. So. Was wir außerdem machen, ist noch Kohle mitnehmen. Sieht ja schon ganz gut aus. Crafting Table können wir uns im Zweifelsfall bauen. Einmal haben wir zwei Stück, sollte auch erstmal reichen. Und deswegen geht es wieder in die Tiefe. Auf in den Keller. Ja. Da stürmt's auch nicht so. Da haben wir mehr von der Musik und wir hören von Throng. Das Album Throng Live. Wieder bei Jamendo gefunden und das klingt ja lustig. Wieder bei Jamendo gefunden. Das ist doch nicht wahr, ey. Was tummelt sich hier unten alles? So. So. Tummeln die sich hier unten. Ach, da ist ja noch einer. Vieh. Verrücke! So. Und weil sich hier alles tummelt, gehen wir mal weiter in die Tiefe, weil wir wollen ja noch Lava. Wir wollen so vieles. Wir wollen ein Portal, wir wollen einen Bauernhof, eine Baumfarm, aber ich habe mich schon fast dafür entschieden, sie dann offline zu generieren, die Baumfarm. Aber eine Sache muss ich jetzt doch nochmal korrigieren. Ich muss das ein bisschen leiser drehen. Das dröhnt mir doch ein wenig ins Ohr. Und wir brauchen noch Zäune und so. Deswegen nehmen wir hier unten alles mit. Alles kommt mit. Alles wird mit nach oben geschleppt. Weil was wir nicht selber craften müssen, müssen wir nicht selber craften. Was für eine Erkenntnis, ne? Das ist... Sucht seinesgleichen. Vielleicht sucht's auch nicht, sondern ist einfach nur latent vorhanden. Und ihr hört's immer noch, neue Mods im Minecraft-Client. Kohle.
Da wir da mal hoch müssen, gehen wir da mal hoch, würde ich sagen. So. Ups, ups, ups. So. Na. Und willkommen im Eisenzeitalter. Alter. Mann, ist hier viel cooler. Gleich fällt ein Creeper von oben runter. Ich weiß es schon jetzt. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, warum ich jetzt Creeper ganz besonders mag. Beim letzten Mal bin ich ja fast verreckt. Das war schon toll. War ganz und gar super. So. Ganz viel Cobblestone. Ah, Kohle. Ach, da ist ja auch noch welche. Nee. Eigentlich wollte ich mir noch Fackeln machen. Das kann ich jetzt auch noch. Erstmal kann ich hier oben ein bisschen ausleuchten. Damit da oben nichts drunter spawnt. Ja, da müssen wir auch noch wieder hoch. Uns graben, bauen, machen, tun. Ja. So. Weil Gravel brauchen wir auch wieder mehr. Wir wollen ja noch Wege und so, ne? Ja, so vieles. Vor allem wollen wir jetzt erstmal ein Portal haben. Und für eben dieses Portal brauchen wir Material. Ach, wenn das nicht alles mal so einleuchtend wäre, ne? Das ist Geheimerkenntnisse. Huiuiuiui. Schon wieder etwas kaputt. So. Mal da oben ein bisschen ausleuchten. So, da gibt es noch mehr Gravel. Oder Gravel oder Kies oder wie auch immer. Das können wir erstmal hier die Wand raushauen, würde ich sagen. Weil auf die Natürlichkeit der Karten müssen wir ja nicht mehr achten. Ja, vor ein paar Folgen festgestellt. Nachzuempfinden, was irgendein Entwickler sich unter Natürlichkeit vorgestellt hat, ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen kommen die denn alle her? So. Ich muss es irgendwo einen Spawner geben. Machen wir hier so schön den Durchgang. Und zur Not können wir dann auch noch auf Steinwerkzeuge wieder umsteigen, wenn es sich denn überhaupt nicht rentieren sollte, was wir hier gerade tun mit dem Eisenzeug. Ja. Natürlich, jetzt habe ich meinen Weg nach oben da. Nein, den brauche ich sowieso nicht mehr. Ausgeleuchtet ist schon. Ergo passt das alles. So, ja, hier ist jetzt schön ausgeleuchtet. Kommen die denn nur alle her? Hier nach unten waren wir auch schon. Müssen wir irgendwie von oben runterfallen oder sowas? Da geht es runter. Erstmal geht es hier entlang. Ja. Oh, da ist auch schon wieder Eisen. Spinnenweben gibt es auch umsonst dazu. Schienen gibt es auch. Weil ich hatte mir auch überlegt, hier, um die Sache hier unten ein bisschen besser hinzukriegen, können wir dann nochmal ein bisschen am Schienensystem arbeiten. Da wir jetzt ja schon lange nicht mehr in den Höhlen unterwegs waren, können wir damit jetzt mal wieder... Uiuiui, da geht es auch gleich weiter. Da haben wir auch schon wieder. So. Können wir ja auch ein Schienensystem einrichten für hier unten oder so. Das können wir dann machen. Demnächst. Müssen wir nur ein paar Schienen noch finden und dann geht das ab. Können wir hier mal ein bisschen
Bergbau betreiben wie die Großen. Nö. Jo. Schauen wir mal. Was dann weiter vorangeht hier. Die Musik kann man entweder nur zu leise oder nur zu laut stellen, oder? Das ist so... irgendwie sehr dynamisch. Positiv ausgedrückt. Ja, aber wir hören immer noch das Album Throng von Throng. Also Throng Live von Throng. The Correct TH Sound. Ja, hier haben wir ja schon abgebaut. Naja, machen wir das hier mal ein bisschen so übergangsweise und so. Ja. Guck mal, von da unten nach da oben, damit es richtig verwirrend wird irgendwann. Oh, aber wieder ins Dunkel der Nacht. Da grunzt auch schon wieder ein Zombie. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Kommt hier nicht her. Daher nehmen wir hier einfach mal die Ressourcen mit. Ne? Können wir ja nicht. Wenn wir die schon mal mitgenommen haben, können wir hier uns auch nochmal durchgraben. Da, da, da. Da fließt es raus. Die hätte ich oben lassen können, siehst du mal. Aber nein, wir haben alles dabei. Und das ist prima. Ach, nee. Na, dich wollte ich nicht. Dich wollte ich hier gerade nicht sehen, Mistratte. Ha. Vor allem dann bleibe ich auch noch an der Kante hängen. Naja. War auch eher mäßig, was dieser Creeper hier geschafft hat. Ja, siehst du, wir brauchen neue Fackel. Gleich beißt du sowieso was in den Hintern. Aber erstmal wieder 20 Fackeln. 20 Fackeln sind gut. Da beißt es uns wieder in den Arsch. Unglaublich. So. Hier mal so. Da mal so ist ja nett, dass sie hier mal ein Stück auslassen, damit wir hier einfach Fackeln setzen können. Ich hatte ja gesagt, wir wollen Schienen klauen, also klauen wir auch Schienen. Nee, nee. So. Ja, sieht gut aus. Konkrete Themen heute gibt es nicht, deswegen beschäftige ich mich mehr mit dem, was ich hier gerade tue. Hab nichts zu erzählen, hab mir gestern Abend schon wieder viel erzählt, also für euch wahrscheinlich vor 5 Minuten. Schon wieder hier im Dunkel der Nacht unterwegs. Das ist auch keine gute Idee. Gleich zischt's wieder. Ah. Oh, ein großes Minensystem hier. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Verdammt. Also langsam scheint die Karte sich echt gut mit... Autsch. Viehzeug gefüllt zu haben. Creeper. Spannung. Ja, nicht wirklich. Aber so fast. Ja, reparieren wir das hier erstmal wieder. Oh, Löschli zu. Mal auch mal was reinlegen. So. So. Fackeln. Wieder gar nicht mehr, wo ich herkomme. Wir haben jetzt auch schon wieder so viele Fackeln hier überall gesetzt, dass es auch kompliziert wird. Ach, eine Kiste. Ich kann nicht sehen. Na.
Rote Melonenkerne, Kürbiskerne. Kiste selber nehmen wir auch noch mit. Was für ein Mistvieh. Aber immerhin, diesmal habe ich es gehört. Ha! Bevor es mich in den Hintern gebissen hat. Super. Ja. Hier kommen wir ja her. Also nehmen wir hier noch das Zeug mit. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn es hinter mir wieder zischt. Ich höre schon wieder klappern. Irgendein doofes Skelett ist hier auch schon wieder unterwegs. So, erstmal hier die ganzen Krempel auf. Oh, mein Gott, wir sind schon wieder voll. Dammit. Ergo. Na, zum Glück haben wir die Kiste eingepackt. Ohne diese Kiste wären wir jetzt total aufgeschmissen. Oha. So, den ganzen Krempel, den ich erstmal hier nicht brauche. Raus. Ja. Ja, das kann auch mit rein. Das Erz. Oh, erstmal ist so okay, glaube ich. Da rasselt es schon wieder mit seinen Knochen, das doofe Skelett. Scheiße, ist das denn? Hört ihr es auch? Ihr hört es auch, oder? Da rasselt es schon wieder. War zwar nicht ganz das, was ich eigentlich machen wollte, aber es hat gepasst. Holz mitnehmen. Holz ist mir gut. Holz nehmen wir mit. So, weil wir brauchen auch Zäune und so. Ich hab's ja schon. Ich erwähne es ja nur immer wieder für die, die seltener zugucken. Mehr Holz ist mehr. Also wir folgen dem Abbauprinzip. Mehr ist mehr. Ne? Wie man da auch eben wieder schön gesehen hat, die Inventory Tweaks sind aktiv. Ich mag automatisches Refill. Das ist toll. Voll das Feature. Da grunzt schon wieder. Ich versuche mit den Zombies ein wenig zu kommunizieren. Vielleicht wissen sie manchmal weniger oder so. Mal gucken. Bau, bau. Da ist Kerze. Da ist eigentlich keine Kerze. Da drüben auch nicht. Wir müssen nämlich Lava finden. Deswegen sind wir eigentlich hier unten. Also nicht nur zum Holzabbau. Das ist ja auch das eigentliche, natürliche, was man in Höhlen macht. Das ist ja auch im realen Leben so. Da geht man ja auch in eine Höhle, wenn man Holz braucht. Du Mistvieh. Ja, ja, ja. Du Mistvieh. Ja. Hast du jetzt so gedacht? Jetzt mal nochmal drüber nachgedacht. Der Gedanke war nämlich absolut daneben. Und richtig Banane, mein Freund. Richtig Banane. Quasi eine Bananenfarm.
Siehst, Bananen wären auch mal noch ein tolles Obst für Minecraft. Könnten wir uns von Bananen und Melonen ernähren die ganze Zeit. Wäre das nicht toll? Malt es euch mal aus. Das wäre doch super. Uiuiuiuiuiui. Was haben wir denn hier für eine große Höhle? Das ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen. Gibt's auch noch Ressourcen? Aber dann müssen wir erstmal den Boden hier fixen. Das nervt nämlich. Boden, der nicht funktioniert, ist doof. Nee. So. Boden. Ah, da. Weiteres Iron. Ich wollte ja nicht spoilern. Jetzt habe ich mich schon wieder selber drauf gebracht. Ihr wollt noch The Avengers gucken. Guckt euch bitte Avengers an, damit ich endlich spoilern kann. Ich hätte gerne ein, ich hab's geguckt oder ich werde es sowieso nicht gucken in den Kommentaren, damit ich abschätzen kann, ob die 5 Leute, die das hier sehen, ob ich die voll spoiler oder nicht. Wäre nett von euch. Wäre echt freundlich. So. Ja, toll. Jetzt hau ich meine Lampe da auch wieder ab. Lampen sind sowieso überbewertet. So. Haben wir das auch mal endlich gesagt. Und das ist schon fast unsere letzte Spitzhacke, ne? Also so lange hält das Eisenzeug auch nicht. Muss das wahrscheinlich hier irgendwie verzaubern. Also achieven. Achieven. Enhancen. Endingern. Ach, dachte ich mir doch, dass es da weitergeht. So. Ja. Schon fast die letzte Fackel. Aber schon fast unten. Wie doof ist das denn? So. So, da gehen wir wieder hoch. Da haben wir ja zugebaut, damit wir da nicht immer runterfallen. Ja, da ist auch ein Löchli. Wahrscheinlich nehmen wir hier einfach das ganze Holz mit und dann ist gut. Oh, schon wieder ein Skelett. Doofes Skelett. Haha, doof. Wir haben keine Angst vor dir. Bleib bloß da, wo du bist. In dieser Folge der Planlosigkeit in Klötzchenform. So, jede Menge Holz. Auch wenn das jetzt so leicht unkoordiniert wirkt, was ich hier tue, es folgt einem tieferen, größeren Plan. Ne, ist ja immer so. Wirkt nur anders. Wirkt nur wie sinnloses Rumgestoche auf Stein. Ach mein Gott, ist so hübsch hier. Ups. Ich habe ja... Also ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich habe ja da dieses Blockscape ausprobiert. Was ja auch nicht schlecht ist. Ui. Aber nicht schlecht ist halt auch nicht gut, ne? Gut ist halt doch noch besser als nicht schlecht. So. Hier noch? Ach, hier ist auch schon wieder... Hilfe. Ah, da waren wir schon. Ist das hier weit verzweigt, das scheiß System? Da wächst schon wieder irgendwas unter der Erde. Das ist eine Neuerung, mit der ich mich nicht so leicht anfreunden kann, dass hier unter der Erde überall was wächst. Ach, da höre ich schon wieder klappern. So. Ja, da bist du, mein Freund. So, wie schleichen wir uns da jetzt am blödesten an? Ha! Kann uns mal gern haben, der kleine Arsch.
glaube, ich bin gleich am Mittelpunkt der Erde angekommen. Wo ist es? Scheiß Cave Spiders. Das war knapp. Eine Rüstung wäre mein Maßner. Das ist ja gleich wie der nächste. Ich gehe mal wieder zurück. Hierher, wo es nicht so schlimm ist. Aber hier sind ordentlich viele Ressourcen. Das ist schon mal gut. Ach, da ist... Oh mein Gott, ein Creeper. Ja, lauf da rein. Der kam da oben her. Habt ihr es auch gesehen? Da oben kam der her. Aber ich sehe gerade, wir sind am Ende der ersten Aufnahme. Ich mache dann gleich noch eine, glaube ich. Der ersten, der letzten, der einzigen, der wahren. Oder so. Ich brauche hier immer noch Diamanten. Jetzt sieht es hier nicht so danach aus, als ob hier welche wären. Ich glaube, ich werde die restliche Zeit hier in dieser Höhle mal damit verbringen, hier noch ein bisschen Licht anzubringen, wa? Ja, ich will mal noch eine Kante reinhauen, damit ich ein bisschen runterlatschen kann. So. Ja, ist besser die Kante. Gradigen noch. Gradigen ist so wie man... Also entgraten quasi. Ne. Nicht so wirklich wahr. Ne. Ich frage mich, wie ich da jetzt am blödesten... Am blödesten ist bestimmt das, was ich gerade vorhab. Also dahin zu gehen, wo der Creeper herkam, ist immer eine gute Idee. Ich werde gleich unter Lava verschüttet. Wäre auch schön. Wir haben mal einen neuen Ausgang für euch. Wollen ja die Spannung auch nicht abreißen lassen hier, ne? So, machen wir hier mal ein bisschen weg. Alles. Ja, wir sind oben angekommen. Hübsch. Ja, so. Kann man auch noch wegmachen. Ja. So ist doch schön. Und da kommt's her. Und jetzt nicht mehr. Ist gerade zu leise geworden. Ich glaube, die Musik ist alle. An dieser durchaus. Hui. Spannenden Stelle. Würde ich mal sagen, sind wir fertig für diese Session. Und dann guck ich gleich mal, dass ich das nächste Lied reinwerfe. Und dann hören wir das nächste Lied von dem Künstler, der da heißt Throng mit seinem Album Throng Life. Und das, der Titel in dieser Folge war Kobold und Iridium. Kobold. Kobold? Kobold? Ich weiß nicht, wie sich das ausspricht in der englischen Sprache. Ich kann gar nicht aufhören. Wie viel Eisen hier rumliegt. Ist ja unglaublich. Ist ja hier quasi ein Nest. Ah, toll. Dafür fällt uns gleich was von oben auf den Kopf. Das ist toll. Aber auch mit den... Originalgeräuschen ist jetzt schon
definitiv spannender geworden. Also was heißt original? Den original gemoddeten, ne? So. So. Ein paar mehr Fackeln. Fackeln können nicht schaden. So. Gehen wir hier mal hoch. Diese Höhle wird ja mal riesiger. Da ist schon wieder was, wo uns was auf den Kopf fallen kann. Das ist toll. Ach, nee. Ich kann gar nicht aufhören. Ist gerade so spannend. Was ist denn hier wieder? Ja, so. Da kommt noch eine Fackel hin. Ach, das ist hier oben. Ach, wo geht's denn da schon wieder hin? Ein bisschen ausleuchten. Nur noch ein bisschen ausleuchten. Das gruselig hier. Grusel, grusel. Ja. Ah, da müssen wir uns darüber irgendwie buddeln. Schon wieder der nächste Zombie? Ja. Das Leben ist scheiße als Zombie. Als ob wir das nicht vorher gewusst hätten. Hier waren wir auch schon. Haben immer noch keine Musik, ne? Ich glaube, ich sollte mal aufhören. So. Wo kamen wir denn daher? Wir kamen von hier. Genau, von hier kamen wir. Ich glaube, wir laufen jetzt nochmal zurück. Ach, da sind sie alle. Zombie und... all das Mistviehzeug. Na, komm hier. Komm hier. Komm her. Uiuiui. Ja, toll. Ein Creeper. Mich mal. Verdammt! Das Zeug hole ich mir jetzt noch. Ach nee. So ein Scheiß. Ich hätte mir ein Schwert mitnehmen sollen. Wäre irgendwie geschickter gewesen. Ach, so weit ist das ja gar nicht. Waren wir da? Und dann waren wir... Ja, da ist alles. Da ist auch der Grinsemann. Ich hau dich mit der Schaufel tot. Scheiß Grinsemann. So. Nächstens haben wir unser Zeug wieder. Und ein paar Erfahrungspunkte. Diesem dramatischen Ausgang lasse ich euch jetzt erstmal alleine. Mich auch. Oh, Redstone. Das nehmen wir noch mit.
Naja, haben wir gesagt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Nö. Haben wir gesagt. Haben wir auch soweit wieder alles. Das sieht gut aus. Ach ja. Verdammt. Verdammt. Ach nee. So ein Scheiß. Alles soweit hier mitnehmen, was wir mitnehmen können. Dann bleiben die paar Sachen mal hier. Beziehungsweise das bleibt hier. Nehmen wir das lieber mit. Dann bleiben die Eimer hier. Die brauchen wir sowieso hier unten. Dann nehmen wir das wieder mit. Das. Oh, Lederstiefel. Die kann ich mir wieder anziehen. Kann noch die Gleise mit. Die Eimer bleiben einfach mal hier. Die brauchen wir eh gleich. Und dann gehen wir nach oben. Und dann habt ihr einen sauberen Abschluss. Und ich auch. Och nein, ein Schleim. Ja. Hallo. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Kamikaze. Schleim. Toll. Was schmeißen wir jetzt weg? Na, davon haben wir sowieso. Ach, noch eine Höhlenspinne. Hier unten kreucht und fleucht es aber auch gewaltig. Zum Glück haben wir oben schon Klappen drauf. Ich will nicht wissen, wie es aussehen würde, wenn wir die Klappen da nicht hätten. Gut, Creeper kommen hier nicht hoch, dafür habe ich hier zu viele Katzen. So, erstmal hier. Zu! Und es schüttet immer noch. Aber das Gemüse wächst. So, Aufnahme Ende. Gleich kommt's nächste. Throng Live. Kobalt und Iridium. Bis gleich.